Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Video möchte ich euch zeigen, wie man den E-Scooter Mi 1S von Xiaomi mit der App koppeln kann, wie man ihn verbinden kann, damit man auch starten kann zum ersten Mal. Dazu müsst ihr euch die Xiaomi App runterladen. Die bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel hier den QR-Code scannt. Ihr werdet dann direkt weitergeleitet in den Play Store. Bei mir ist das schon mal. Hier haben wir die Xiaomi Home App. Und die werde ich jetzt einmal installieren und dann gehen wir nach und nach Schritt für Schritt die Schritte durch, wie wir den E-Scooter dann mit der App, mit dem Handy gekoppelt haben, sodass wir dann halt auch richtig mitfahren können. Die App ist fertig installiert und jetzt habe ich sie einmal gestartet. Und dann muss man natürlich erstmal hier wieder den Geschäftsbedingungen zustimmen. Da hat man gar keine Alternative. Das heißt, wollt ihr den Roller benutzen, dann stimmt den Geschäftsbedingungen zu. Alternativ würde der Roller nur 10 Stundenkilometer schnell fahren und andauernd piepsen. Also keine andere Wahl. Wir erklären uns mit allem einverstanden, wie das heute so ist. Ja, wichtig jetzt das Land auszuwählen, in welchem wir sind. Hier steht es auch schon, Deutschland empfohlen. Und das speichern wir dann auch gleich nochmal ab. Und ja, jetzt sollen wir hier mit dem neuen Look fortfahren. Das machen wir auch. Und dann müssen wir jetzt hier weitere Sachen auswählen. Standortbedingungen etc. Ja, machen wir auch erstmal alles an. Wenn man den Roller dann einmal verbunden hat, dann kann man das vielleicht auch wieder rückgängig machen. Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen. Genau, das ist ganz gut. Und jetzt haben wir das soweit gemacht. Und dann muss ich selber jetzt mal gucken. Ich würde sagen, erleben Sie innovativ gemeinsam. Wenn wir hier auf ein Pluszeichen gehen, können wir uns jetzt genau einmal registrieren, Konto erstellen. Müssten wir in dem Fall jetzt auch hier machen. Weil ich noch keins habe. Habt ihr schon eins, könnt ihr natürlich eins benutzen, was geht. Ich gebe jetzt hier erstmal meine persönlichen Daten ein. Das zeige ich euch nicht. Wenn ich den Schritt erledigt habe, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe jetzt hier einmal einen Account erstellt, E-Mail-Adresse, Passwort, ja, wie man es kennt. Und dann muss man noch einmal den Account bestätigen. Dazu bekommt ihr dann an eure angegebene E-Mail-Adresse einen Link, wo ihr den Account aktiviert. Dann meldet ihr euch an und dann seid ihr hier auf der Startseite, wo ich jetzt auch bin. Und jetzt können wir dann ein neues Gerät hinzufügen. Das werde ich jetzt einmal machen. Hier kann man jetzt sämtliche Geräte von Xiaomi aussuchen. Wir müssen mal gucken. Ich meine, das wird unter Fahrzeuge wahrscheinlich sein. Gucken wir mal Autogeräte. Genau, hier haben wir jetzt den Roller. Jetzt wähle ich hier mein Modell aus, den Mi Elektroroller 1S. Hier ist er. Und jetzt sucht er natürlich. Das bedeutet, das geht aber auch nur, wenn der Roller eingeschaltet ist. Aus dem Grund werde ich den Roller jetzt nochmal einschalten. Ihr habt das Piepen gehört. Die Geräte dürfen natürlich auch nicht zu weit auseinander stehen. Wir haben jetzt hier einen guten Meter, ist es doch. Mal gucken, ob es reicht. Wenn nicht, muss ich das gleich nochmal wiederholen. So, ja, hat er nicht gefunden. Wir probieren es nochmal. So, einverstanden erklären. Genau, er wurde gefunden. Drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste, um eine Verbindung herzustellen. Dann mache ich das. So. Wie es aussieht, hat es geklappt. Er zählt jetzt hier runter, fertig. Und jetzt soll ich hier noch ein Zimmer hinzufügen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Was nehmen wir denn da? Ja, das ist ja, ein Roller ist nicht in einem Zimmer, ne? Nehmen wir einfach das Wohnzimmer, ich meine, mir ist es egal. Fügen wir hinzu, weiter. Man könnte das Gerät jetzt hier oben auch noch benennen, das wollte ich aber nicht. Nach der Teilung werden alle Familienmitglieder in der Lage sein, sämtliche Geräte im Haus zu nutzen. Naja gut, können wir auch das gerne noch machen. So, auch hier wieder einverstanden erklären. So, es wurde eine neue Firmware. Ja, das. So, Wartungserinnerung etc. Reifendruck, ne? Ja. Okay.
Das Update ist jetzt auch auf dem neuesten Stand, Bluetooth getrennt, so. Ja, und jetzt sollte eigentlich der Roller soweit eingerichtet sein, dass wir nutzen. Er piept, hier sieht er aber auch New, also er ist da. Bluetooth-Kopplung, schauen wir nochmal, sollte jetzt funktionieren. Jawohl, und da ist er. Er ist verschlossen und hier können wir die Sperre dann einmal lösen. Der Motor wurde entriegelt, steht jetzt da. Jetzt wieder nochmal, irgendwelche Sicherheitshinweise etc., was man sich anschauen soll. Okay. So, wenn das Video durch ist, klicken wir hier auf Weiter. So, bitte bestätigen Sie das Land bzw. die Region, wo wir den Roller jetzt benutzen. Ich dachte eigentlich, dass ich das am Anfang schon gemacht hätte. Motor wurde verriegelt. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste, um ihn zu entriegeln. Hier können wir ihn jetzt, wie gesagt, sperren. Ja, Roller ist verbunden und jetzt probieren wir natürlich auch nochmal kurz aus. Ja, wie ihr seht, läuft der Roller. Bitte beachtet, wenn ihr das jetzt drin in der Wohnung ausprobiert, der Roller wird nicht anspringen, wenn ihr einfach nur Gas gebt. Der muss eine Leerlaufgeschwindigkeit von 5 Stundenkilometer haben und dann könnt ihr den Gasfußhebel drücken. Das war gerade das Ding, wo ich am Anfang dachte, er funktioniert nicht, warum beschleunigt er nicht? Jetzt weiß ich es, damit ihr den Fehler nicht macht, möchte ich es euch sagen. Gesehen habt das nicht im Video, aber wie man den Roller richtig oder den E-Scooter richtig mit der App koppelt, das habt ihr gesehen, das hat wunderbar funktioniert. Die Probleme, von denen viele andere gesprochen haben, hatte ich nicht. Falls ihr Probleme habt, könnt ihr das ja mal unten in den Kommentaren reinschreiben. Vielleicht könnt ihr euch untereinander da helfen. Vielleicht kann ich auch bei der einen oder anderen Sache helfen. Ich weiß es nicht. Wir können es zumindest versuchen. Von daher, wenn Probleme da sind, gern unten in den Kommentaren reinschreiben. Sonst hoffe ich, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!